Weil euch in meinem letzten Video mein Vogelgezwitscher so gut gefallen hat, dachte ich, machen wir das heute wieder hier. Hi, das Wetter ist ein Traum, ich habe gute Laune und ich wollte gerne einen Videowunsch erfüllen, denn als ich meine Top 3 Marken und Top 3 Produkte gezeigt habe, hatten sich viele gewünscht, dass ich A, mehr Make-up zeige, was ich natürlich super gerne mache, und B, dass ich nochmal quasi zeige, was haben wir jetzt eigentlich alles deklattert und wie sieht meine aktuelle Schminksammlung aus. Das ist richtig wenig und das mache ich ganz bewusst in Anführungsstriche im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich werde probieren, über die meisten Produkte ein bisschen was zu sagen. Und deswegen würde ich sagen, los geht's. Ich bin weiterhin in meinem IKEA Pax unterwegs, aber wir haben alles von da drüben kombiniert und nur das, was hier ist, sind quasi meine Produkte, was ich wirklich benutzen möchte und so weiter. Ich fange mal hier oben an. Hier hinten habe ich meine magische Lushbox. Hier sind einfach verschiedene Sachen drin. Auch gerade ist es so ein Massagebar, glaube ich. Was? Seife, oh Gott. Frauke hat mehr Ahnung von Lush, viel mehr als ich. Das ist eine Seife. Badebomben, die sammle ich quasi für meine Nichte. Die hat die nämlich letztes Mal schon benutzt und hat es geliebt. Hier oben habe ich dann von Muji und da sieht man schon, wie sehr ich meine Foundations reduziert habe. Wenn ihr euch erinnert, waren hier überall meine Foundations drin und da ist nichts mehr. Zeige ich euch gleich, wo ich die jetzt aufbewahre. Hier habe ich meine luxuriösen Seifen, auf die ich mich einfach freue, wenn ich sie benutzen kann. Das ist eine Handcreme von Grown Alchemist. Da habe ich ja gerade die Handseife in Gebrauch. Und ich glaube, das ist mein von Byredo in der Rose-Richtung. Davon habe ich auch das Parfum. Und ja, an dem Tag, wenn ich diese Seife benutze, werde ich mich unglaublich freuen. Meine Nagellacke, würde ich sagen, habe ich bestimmt um 80% reduziert. Das Einzige, was ich behalten habe, sind halt natürlich meine Tom Ford Nagellacke. Hier sind welche von Estée Lauder, da sind noch welche von L'Oreal, die finde ich auch sehr, sehr gut, die halten extrem lange. Und dann halt noch, genau, Nails Inc. finde ich auch mega, trage ich auch gerade. Der kommt hier rein. Bevor Kommentare kommen, man sollte Sachen nicht in der Sonne aufbewahren. Denkt dran, das ist ja normalerweise immer zu. Obwohl hier ein paar Stunden am Tag die Sonne raufscheint, ist das halt alles quasi sonnengeschützt. Hier habe ich nochmal Nagellack. Das sind welche von Nailberry. Die finde ich auch mega schön. Und das ist auch eine nachhaltige Firma. Allein die Farben, traumhaft. Den finde ich mega schön. Sally Hansen und ein bisschen Essie. Ich muss sagen, ich liebe Sally Hansen Nagellacke und mein Sashweet ist der beste Topcoat, den es gibt. Und man sieht, ich habe viele Sally Hansen Lacke. Ich finde diesen von der Preis-Leistung einfach super und ich mag auch, dass sie besondere Farben haben. Zum Beispiel den hier finde ich mega. Das ist die Farbe Moroccan Roll. Genau. Jetzt hier weiter mit meinen Düften. Da habe ich ja schon ein komplettes Video dazu gemacht, deswegen werde ich jetzt nicht auf jeden einzelnen Duft eingehen. Die hier sind übrigens von Amazon, diese Behältnisse. Die sind alle von Amazon, die kann ich euch gerne mal verlinken. Hier vorne habe ich halt meine Lieblingsdüfte, also unter anderem halt natürlich mein Baccarat Rouge. Dann habe ich hier, das habe ich auch heute drauf, love it, das Hermes davon, meine Tom Ford Düfte. Auch hier wieder, ich würde die niemals im Sonnenlicht lagern. Stellt euch einfach vor, dass hier 99% der Fälle die Tür zu ist. Und dann habe ich hier meine Byredo Düfte, Molecule One, Maison Margiela, Erin etc. Und von meinen, ich sage jetzt am Mainstream Düften, habe ich auch nur noch Light Blue behalten und Lacoste Parfum. Und wie ihr seht, oh, Parfum. Jetzt kriege ich wieder Ärger. Das ist für mich so ein All-Time-Favorite, der erinnert mich einfach an meine Jugend. Und dann habe ich von Maison Margiela Jazz Club als Kerze. Das ist das Parfüm, was mein Freund hat. Das ist das, wonach unser Hotel in New York gerochen hat. Ich glaube, wenn unser Wohnzimmer eingerichtet ist, dann werden wir diese Kerze anmachen. Ich glaube, dann ist der perfekte Moment dafür da. Bis dahin ist sie hier. Ach so, genau. Und dann natürlich mein liebster Duft aus der frischen Kategorie, Gypsy Water von Byredo. Der steht hier auch immer.
Dann habe ich hier immer so mein, ich nenne es jetzt mal Everyday Make-up, weil ab und zu schminke ich mich halt hier, ab und zu im Badezimmer. Und wenn ihr mein Video von letzter Woche Sonntag gesehen habt, dann kennt ihr die Produkte. Die benutze ich jetzt halt. Das sind die von Westman Atelier. Dann ist es mein Make-up Setting Spray, CC Cream, Beauty Blender, Illuminating Drops von Rodial. Also das ist genau das, was halt in meinem Video gezeigt war. Und so schminke ich mich halt aktuell jeden Tag. Deswegen ist es hier drin. Die ist von Zoella und ich liebe die Größe. Da passt einfach so viel rein. Und deswegen liegt es hier. Ja, Sammler. Sammler von Ikea. Die Boxen habe ich ganz viel, auch in groß und so weiter. Und das war jetzt Lela. Die hat hier meine Clinique-ID reingetan. Das ist jetzt das Dramatically Different Hydrating Jelly. Und da gibt es die verschiedenen Kartuschen, je nach Hautbedürfnis. Dafür war ich ja in Island. Und deswegen habe ich halt auch alle. Ich verwende aktuell das Orangen. Es ist leer und ich liebe es. Ach, hier ist mein Tom Ford Lippenstift. Guter Tipp von euch übrigens mit dem Klarlack. Den werde ich da jetzt rüber machen. Hier sind noch meine Backups, die ich aktuell verwende, weil es wirklich jetzt leer ist. Also ich habe vielleicht noch eine Verwendung und dann ist es vorbei. Und hier an den Seiten habe ich auch irgendwie, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, was hier ist. Ah, genau. Hier sind meine The Ordinary Foundations und eine Essence Foundations. Warum die hier stehen und nicht in den Muji-Behältnissen sind, man weiß es nicht. Puder, die nirgendwo reinpassen, deswegen liegen die hier. Und dann hat Lela hier meine Lidschattenpaletten hingetan. Hier ist es auch wirklich krass, das ist das Einzige, was ich noch an Lidschattenpaletten behalten habe. Also wenn ihr da nicht stolz oder ich und wir alle nicht oder was auch immer, das finde ich wahnsinnig, wenn ihr euch erinnert, wie viele Lidschattenpaletten ich mal besessen habe. Und wirklich jetzt, diese Nude bei Huda Beauty, werde ich auf jeden Fall nochmal mich ausgiebig mit schminken, weil ich finde die sensationell. Genau, das sind die, die ich wirklich noch behalten habe. Sekunde. Hier haben wir noch eine Norris Palette von The Body Shop, meine Visa-Art Palette und meine selbst zusammengestellten MAC Paletten. Beziehungsweise habe ich da auch eine von weggetan und nur Lidschatten behalten, die ich auch wirklich noch mag und benutze. Ah genau, und noch eine Zebra-Palette, das war's. Also da bin ich sehr, sehr stolz auf mich. Da habe ich echt radikal ausgemistet. Kommen wir hier hin, das sind alles Muji-Behältnisse. Und hier, das fand ich, hat Lela sehr gut gemacht, hat sie hier alles, was ich noch an Foundations besitze, und ihr seht, das ist nicht mehr so viel, hier reingetan. Und so habe ich halt wirklich einen viel besseren Überblick. Also hier, oh, das ist glaube ich falsch. Da wird sie jetzt sauer sein, wenn sie dieses Video sieht. Hallo Lela. Ich glaube, hier gehören Foundations rein. Genau, und hier oben haben wir Primer drin, aber alles so Illuminating Primer. Tom Ford, Marc Jacobs, Estee Lauder zwei Stück. Dann habe ich hier eher so Base Primer, die halt einfach nur so ein bisschen der Haut Feuchtigkeit geben. Das ist zum Beispiel einer, den teste ich gerade, da weiß ich noch nicht, ob ich den gut finde. Einer von Love, die von Becca, die liebe ich ja. Meine Sisley Instant Glow Primer, einer meiner Top 3 Primer ever. Und dann geht es hier weiter mit By Terry. Dann fängt hier schon so ein bisschen an CC Cream, BB Cream von IT Cosmetics und By Terry. Die Illumination CC Cream finde ich zum Beispiel mega. Genau, und dann haben wir hier quasi ganz normale Foundations. Estee Lauder, Water Fresh, ihr wisst, liebe ich über alles. Meine The Ordinary Foundations. Zwei von Essence, die Insta Perfect, finde ich immer noch mega gut. Und Clinique, genau, das ist das Einzige, was ich noch in der Kategorie besitze. Highlighter habe ich, ja. Ich finde noch eine ganz gute Auswahl. Das ist alles so ein bisschen Puder-Highlighter, Laura Geller, Wet n Wild. Mein allererstes High-End-Produkt, das kann ich einfach aus Erinnerungsgründen nicht wegschmeißen. Das hat damals, sag schon, Lucy Store 7 gezeigt. Dann habe ich halt noch so ein bisschen Becca, die mag ich ja super gerne. Den gibt es leider nicht mehr von Topshop, diesen Glow in Glow Gleam. Der ist einfach so Bronzy Goddess. Und die von Smashbox, die fand ich ganz, also die finde ich halt so für Akzente setzen ganz schön. Genau, dann haben wir hier noch die von, sag schon, von CoverFX, diese Custom Enhancer Drops, die waren ja auch eine Zeit lang doll gehypt. Und was ich ja wieder für mich entdeckt habe, dieses Pure Pigment von Illa Masca in Furore. Das nehme ich ja quasi für alles aktuell. Und ich sollte hier mal sauber machen. Genau, dann haben wir hier noch, oh, die finde ich auch mega von Body Shop, diese Lip Palette. Die verwende ich auch super gerne als Creme Blush.
Natürlich Tom Ford Shade and Illuminate. Das ist fast leer. Ich glaube, ich werde weinen, wenn das leer geht. Von Trend It Up eine Palette, die finde ich mega, mega gut. Und quasi ein Äquivalent, das gibt es aber leider nicht mehr, von Becca, die Afterglow Palette. Das ist alles, was ich noch an Augenbrauenprodukten habe. Also mega krass. Zwei Pomaden. Dann halt mein durchsichtiges Augenbrauengel von Lavera, das mit Farbe. Und irgendwie zwei Augenbrauenbürstchen und von Bobbi Brown den Brow Pencil. Der ist der Wahnsinn. Das ist so ein Puder. Der hat so eine ganz schöne Konsistenz und macht wunderschöne Augenbrauen. Aber da ich sie mir eigentlich immer färben lasse, bin ich da mittlerweile sehr minimalistisch. Hier haben wir auch unglaublich aussortiert. Also Wahnsinn. Ein paar Wimperntuschen behalten. Und das sind meine einzigen Crayon-Lidschatten, die ich noch so habe. Also welche von Estée Lauder, die von Sephora finde ich mega schön. Stila, Magnificent Metals und die von By Terry, das sind so meine Favoriten. Und ja, das Einzige, was wir davon behalten haben. Und davon hatte ich, glaube ich, davor drei Schubladen voll mit so cremigen Lidschatten. Das ist noch da. Genau, hier sind noch so meine Solo-Single-Eyeshadows, die ich behalten habe. Auch alles so ein bisschen Champagnertöne. Natürlich meine Poo Crease, die Farbe Camel von Bobbi Brown. Ginger Pop, glaube ich, von H&M. Das sind alles so Dinge, die ich super gerne mag. Und halt für einen One-Shadow-Look perfekt. Genau, das sind meine süßen kleinen Kajalstifte, die noch übrig geblieben sind. Und da hatte ich auch zwei komplette Schubladen und das ist das Einzige, was ich noch habe. Das ist auch eigentlich hauptsächlich MAC, Estee Lauder und Tom Ford. Das sind Lidschatten Quads. Ich liebe diese Topaz Obsession von Huda Beauty. Ich muss wirklich sagen, ihre Lidschatten sind wirklich schon sehr, sehr, sehr toll. Und dann haben wir noch zwei wunderschöne Tom Ford Paletten. Die ist ein bisschen älter, die andere ist ganz neu. Und mein MAC Quad, was ich halt immer benutze. Bei Creme-Lidschatten ist auch ungefähr 80% gegangen. Ich habe echt nur noch ein paar Paintpots von MAC, einen von Charlotte Tilbury, ja, und den hier von Essence, weil ich die Farbe einfach so mega schön finde. Hier habe ich eine Mischung aus Puder und Bronze. Ich glaube, die haben nirgendwo anders reingepasst. Das ist halt Laura Mercier, liebe ich. Eins von Estée Lauder, das von H&M und Lavera. Hier sind auch Lidschatten, oder? Nein. Shade and Illuminate von Tom Ford, natürlich. Top Nummer 1 Produkt auf der Welt. Dann haben wir hier noch ein Make-up Setting Spray. Das teste ich gerade von Soeva. Ich finde es mega, mega schön, aber irgendwie passt nicht zu meinem Teint. Ich glaube, dafür muss man noch dunkler sein und noch olivstichiger. Ich glaube, meiner Schwester würde das eher stehen. Und dann haben wir hier zwei wunderschöne Tom Ford Lidschattenpaletten. Und die habe ich schon ganz oft benutzt, weil ich sie traumhaft finde. Vor allem diese Farbe, sensationell. Ja, und Make-up-Setting-Sprays ist auch nicht mehr so viel. Da habe ich quasi nur noch diese hier. Givenchy, Body Shop, Tarte und Tatcha. Dann haben wir hier oben Concealer. Und das ist das Einzige, was wir behalten. Ich sage immer wir. Was ich behalten habe. Tarte Shape Tape, einer von Essence, Marc Jacobs, Bye Bye Under Eye von It Cosmetics. Natürlich mein Sisley Concealer. Da brauche ich jetzt dann bald einen neuen, denn der ist fast leer. Mein Becca Under Eye Brightening Primer finde ich immer noch mega gut. Noch ein bisschen Estee Lauder Clinique. Also Marken, die ich sehr gerne mag, finde ich, zeichnen sich hier sehr stark ab. Dann haben wir hier Bronzer. Auch hier Estee Lauder Body Shop Makeup Forever. Hier ist ein Puder. Das gehört hier eigentlich nicht rein. Von Sensai. Sekunde. Ein Laguna, den ich mir vor Jahren mal gekauft habe, bis jetzt nicht benutzt habe, aber ich mag ihn ja eigentlich. Ah genau, hier ein Tom Ford Bronzer, den ich abgöttisch liebe. Natürlich meine Lavera, eigentlich Lidschatten, aber benutze ich ja als Bronzer und Highlighter. Auch noch Chanel, ein Estee Lauder Puder, auch das gehört hier nicht rein. Mein RMS Buriti, den Marc Jacobs Bronzer wollte mir Lela abschnacken, aber nix da. Den liebe ich. Dann geht's hier weiter mit meinem Blush. Teta Harper, davon brauche ich jetzt endlich mal mehr. Irgendwie war das kurzzeitig von meinem Radar verschwunden. Soap and Glory mag ich immer noch super gern, diesen Glow All Out. Dann haben wir noch mehr Estee Lauder. NARS finde ich auch mega schön. Genau, hier kommen wir jetzt mehr in die Creme-Rubrik. Weiterhin Lavera. Den habe ich mal von Nadine geschenkt bekommen. Genau, dann haben wir noch Shiseido, den Minimalist Whipped Powder Blush. Die sind der Hammer. Die sind der absolute Hammer von der Konsistenz.
Natürlich für immer wird das einer meiner Lieblinge sein, Golden Brown von Manhattan. Bobbi Brown Creme Blushes sind auch mega schön zum Beispiel. Hier kommen wir jetzt zu einer meiner liebsten Schubladen, alles mit Creme. Ich finde es so witzig und ich finde, für dieses Produkt muss es einen Award geben, wobei ich glaube, es gibt sogar einen. Das sind die Cheek Pops von Clinique. Und die Textur ist so perfekt, dass ich immer dachte, es wäre ein Creme-Blush. Aber es ist es nicht. Es ist ein Puder-Blush. Das habe ich letztens realisiert. Wenn ihr die noch nicht probiert habt, ihr müsst die ausprobieren. Welche ich auch absolut empfehlen kann, sind die Daniel Sandler Watercolor Liquid Blushes. Paracone MD, auch mega schön, No Blush Blush. Ilia, Pixi. Also da könnte ich jetzt 10 Jahre drüber reden. Und hier haben wir noch mehr Puder, das sind Bare Minerals, finde ich mega. Ob es nun in loser Form ist oder in gepresst. Das Perfecting Veil ist super, dann haben wir Too Faced, Clinique. It Cosmetics macht halt krass die Poren unsichtbar, aber es ist so trocken. Also ich habe da so ein bisschen so eine Hassliebe mit. So, Lippenstifte, wie ihr seht, ich habe noch Platz. Hier ist meine Tom Ford Schublade. Hier haben wir eher so leichtere Texturen reingetan. Zum Beispiel Lip Conditioner von Ilia, die Moisture Lippenstifte von Clinique, also alles, was halt so leicht ist. Hier würde ich sagen, so ein creamy Amplified Finish, also sehr hohe Deckkraft, aber halt trotzdem cremig. Das ist halt zum Beispiel Estee Lauder, Chanel, Tarte, NARS und so Sachen. Dann haben wir hier noch meine MAC-Lippenstifte, die einzigen, die ich jetzt noch habe. Wie gesagt, ich hatte, glaube ich, vorher 3 oder 4 Schubladen mit MAC. Das ist einer meiner liebsten Schubladen, weil ihr wisst, ich liebe alles, was so Lippenpflege angeht. Ja, und hier haben wir halt auch Estee Lauder, Love, den finde ich auch ganz cool. Elizabeth Arden, It Cosmetics, verschiedenste Sachen. Lano Lips mag ich auch mega gerne. Und hier haben wir jetzt meine Liquid Lipsticks und was ihr hier seht, ist tatsächlich oder sind tatsächlich Liquid Lipsticks, die ich empfehlen kann. Und das soll was heißen. Die von Pixi finde ich mega schön, haben wir Huda Beauty. Die von Estee Lauder liebe ich über alles. Revlon, einer meiner absoluten Lieblinge, diese Matte Lip Color, die sind der Wahnsinn. Ich trage immer noch ein bisschen was Glossiges oben drauf, das ist einfach nur mein persönlicher Geschmack. Hier würde ich jetzt mal behaupten, es ist so alles und nichts. Also hier sehe ich gerade kein Konzept, Lela. Was haben wir hier gemacht? Aber hier sind halt auch einfach Sachen, die ich halt super gerne mag. Ne? Also dann würde ich nur Sachen behalten, die ich auch wirklich regelmäßig noch trage. Ah genau, hier sieht man wieder ein Konzept. Hier sind alles so meine Chubby Lippenstifte. Also Clinique, Catrice, Zoeva, die mag ich super gerne. Genau, also so diese Crayon Sachen liebe ich ja, wie ihr wisst. Und hier sind meine Lipglosse, die ich noch habe. Ganz viel Lavera, weil ich die ganz, ganz toll finde. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Estee Lauder Tom Ford. Und ja, das war's eigentlich. Das sind meine Lip Liner. Vorhin waren das Eyeliner. Genau, und das sind meine Lip Liner, die ich noch habe. Da könnte ich aber, wenn ich ehrlich bin, auch nochmal durchgehen. Also, ich glaube, da waren wir noch recht großzügig, obwohl ich da auch, glaube ich, ursprünglich 2 Schubladen voll hatte. Hier könnte ich bestimmt nochmal die Hälfte aussortieren. Hier haben wir einen Bombe de Rose, der nirgendwo Platz gefunden hat und einen Spiegel. Die hier sind auch von Ikea, aber die gibt es nicht mehr. Ich weiß gerade den direkten Namen nicht mehr. Und das sind einfach so Produkte, die sind halt neu und die möchte ich jetzt halt noch ausprobieren. Also da haben wir wirklich Verschiedenstes. Also entweder Zahnpflege von Coris oder das sind zum Beispiel hier meine Reise-Backups, beziehungsweise nicht Backups, meine Reisegrößen. Eine Moisture Search, die ich liebe. Genau, also hier sind hauptsächlich halt Backups und Hautpflegeprodukte und ganz viele Masken, die ich halt alle sehr gerne mag. Hier sind Pinsel, noch mehr Pinsel. Aber auch hier würde ich sagen, haben wir bestimmt die Hälfte aussortiert. Hier haben wir Tuchmasken. Das ist zum Beispiel alles leer. Und ich plane auch nicht, das zu befüllen, möchte ich auch anmerken. Genau, und hier sind noch so ein paar Geschenksets und so weiter drin. Das ist zum Beispiel leer. Hoffe ich auch, dass es so bleibt. Und genau, hier sind halt auch noch so Pflegeprodukte drin.
ich will jetzt gar nicht diesen Disclaimer aussprechen, weil die Leute, die schreiben möchten, schreiben es sowieso. Ist halt ein großer Teil meines Jobs. Dennoch bin ich, und ich glaube das, oder ich hoffe, dass ihr das auch in meinen Videos seht, dass ich auch trotzdem sehr, sehr stark darauf achte, alles zu reduzieren und nicht so massenhaft zu haben, vor allem, wenn ich es nicht benutze. Viele hatten sich das gewünscht. Ich hoffe, es hat euch einen guten Einblick gegeben. Ich kann jetzt natürlich diese Reihe fortsetzen und euch von einzelnen Marken meine absoluten Top 3 Produkte zeigen. Wenn euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video.